Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei The Witcher. Wir haben in der letzten Folge dem Fährmann Was wollt ihr? Kräuter gegeben. Wir sehen uns noch. Aber es ist noch zu früh, um rüber zu gehen, obwohl wir schon sehr, sehr viel Zeug haben. Überreste. Ja, die müssen wir auch noch aufsammeln. Wir brauchen ein Lagerfeuer. Es gab zwar kein Level-Up oder so, aber eigentlich kein Aber. So, 11 Stunden schlafen oder besser gesagt meditieren. Geralt meditiert nur, er schläft nie. Jean-Pierre. Was gibt's? Ich bin wegen der Anzeige hier. Endlich! Habt ihr die heute? Ich komme wieder, sobald ich die Pelze habe. Ich werde hier sein. Verdammt. Okay, dann fehlt etwas. Wohl. Gut, aber da wir schon lebendig sind oder unter Tage, gehen wir schnell bei den Ziegelbrenner. Alter Ziegelbrenner. Armes Mädchen, armes Mädchen. Vaska. Ah ja. Wir sprechen aber vorher. Wenn ich erwachsen bin, werde ich Barfrau. Guter, anständiger Beruf. Ein Reisender aus fernen Ländern. Er hat etwas verloren, das er jetzt sucht. Wie darf ich euch nennen? Vaska. Ich bin die Dorfälteste. Geralt, Hexer. Welchem Broterwerb gehen diese Dörfler nach? Wir bauen Ton ab und stellen Ziegelsteine her. Ich sehe niemanden arbeiten. Schwere Zeiten. Sagt, was machen Hexer? Wir lösen Probleme. Wollt ihr etwas fragen? Okay, zuerst zeigt mir eure Ware. Ah, unser Geldbetrag ist noch zu gering. Aber wir können hier ein paar Sachen loswerden und vielleicht haben wir dann genug für eine gewisse Rüstung. Azorpe, aha, starke Getränk, Gänsefett, Nierenfett, Hundetalk. Uns fehlen noch 2 Hundetalke. Nein, sie haben keins. Gut, dann reden wir nochmal. Wollt ihr? Ja. Ist ein anderer Hexer namens Berengar hier gewesen? Er hat andere Fragen gestellt. Nach dieser Alchemie. Der Alchemist Kalkstein muss ihn geschickt haben. Dann fanden wir in einer Tongrube seine blutbefleckte Ausrüstung. Danke, Vaska. Weißhaariger. Dort waren Kampfespuren und sie stammten nicht von Ungeheuern. Er wurde von Menschen angegriffen. Hütet euch vor den Feuersalamandern und Trockenen. Ich brauche euch lebendig. Okay. Habt ihr ein Ungeheuerproblem? Also, Moment, Feuersalamander? Okay, gut. Trockenen? Und warum braucht sie uns lebendig? Will sie uns mit ins Bett nehmen? Nein! Wann wird's? Okay, Habt ihr hier ein Ungeheuerproblem? Oh ja. Kreaturen haben sich in den Tongruben eingenistet. Wie sehen sie aus? Als wären sie ertrunken und auferstanden. Ertrunkene. Ich kann sie beseitigen. Wir sind arme Leute. Ich kann nicht mehr als 50 Orens zahlen. Das genügt. Wo sind sie? Das genügt. Wo sind sie? Geht zum Landungssteg, aber nehmt an der Gabelung die andere Straße. An deren Ende findet ihr unsere Peiniger. Okay, danke. Und ja, Geralt ist auch
immer wieder nett. Wollt ihr etwas fragen? Aber nicht zu den Reichen, denn die können sich's leisten. Ihr habt ja Trunkene getötet. Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Wir fertigen aus Ton Lehmziegel, die wir in Öfen brennen. Ist das profitabel? Nein. Obwohl der Bedarf an Ziegelsteinen in der Stadt wächst, nehmen uns die Träger und Kaufleute einen Großteil unseres Profits. Vielleicht solltet ihr umziehen. Niemals. Wir kennen doch nur das Zieglerhandwerk. Macht, was ihr wollt. Wollt ihr etwas fragen? Ja, das will ich. Kalkstein, ein Alchemist, behauptet, er wisst etwas über den Magier aus dem Turm und den Wächter. Kalkstein, ein Alchemist, behauptet, ihr wisst etwas über den Magier aus dem Turm und den Wächter. Einst lebte ein mächtiger Zauberer im Sumpf. Ein Lehrling war sein einziger Gefährte. Alles wurde schlagartig anders, als eine Frau in sein Leben trat. Der Anfang eines Märchens. Aber ein anderes Ende. Denn sie war eine böse Frau. Er erfüllte ihr alle Wünsche, aber sie machte sich seine Macht zunutze. Wer war sie? Unwichtig. Ich höre zu. Blinde Liebe führte zum Untergang des Magiers. Er rief Kräfte herbei, die er nicht kontrollieren konnte, und starb. Was ist mit dem Wächter? Die Liebste des Magiers konnte wahrsagen. Und der Magier schuf ein Set außergewöhnlicher Tarotkarten. Er illustrierte jede Karte mit einem zukünftigen Ereignis. Aha. Golems bewachten die Behausung des Magiers. Alle, die nicht dem Zahn der Zeit zum Opfer fielen, befinden sich auf dem Friedhof, wo sie reglos verharren. Einer davon ist der Wächter? Ja, der mächtigste Golem fungierte als Bewahrer. Die Turmkarte zeigt, wie der Golem wiederbelebt werden kann. Dadurch wiederum würde der Turm sich erneut auftun. Nehmt diese Karte. Ich brauche sie nicht mehr. Okay. Turmkarte. Aha. Ich muss zu den Turmgruben gehen und alle Ertrunkenen töten. Ja. Wollt ihr? Ja. Spielen wir zuerst eine Runde. Ja. Der Bewacher. Ich muss mit Kalkstein sprechen. Gut. Wir erhöhen und nehmen das hier. Ja. Wir würfeln. Flash Royale. Tja, tut mir leid. Nächste Runde und wir spielen nochmal. Okay, bis jetzt sind wir am Gewinnen. Und wenn sie kein Vierer hinklatscht, haben wir gewonnen. Dankeschön. Okay, wir gehen nochmal. Was? Okay. Ich habe die Ertrunkenen getötet. Ihr seid uns gnädig gewesen. Doch ich täuschte euch. Ich kann euch kein Geld bieten. Doch ihr könnt nicht ohne Belohnung gehen. Nehmt dieses Amulett. Das ist Kesat, das Symbol der Gnade. In Ordnung. Seid gesegnet. Jetzt können wir die Ankunft der Götter vorbereiten. Wer sind diese Götter? Ja. Wir beten sie an und empfangen die Gnade derer, die aus den ewigen Tiefen kommen. Mir fällt dabei nur das Fischvolk ein. Die wird ja neu. Wie könnt ihr es wagen? Die Götter nehmen Anstoß an diesen Namen. Okay, Moment. Moment. Kommt später wieder. Okay, dann kommen wir später wieder. Die Götter also.
Das Fischvolk. Gut, gut. Okay, gibt es hier sonst noch etwas, was wir herausfinden können? Vodjanoi, Alter. Ah, das meint sie. Ja, stimmt, da war doch etwas. Ja, aber wir können im Moment nichts machen. Vielleicht müssen wir irgendetwas reinlegen. Schuldkraut, verstümmelte Leiche. Oh, und wir müssen noch zu einer gewissen Person. Ich weiß gerade nicht mehr, wie... Waren? Zum Holzfäller. Und vielleicht sollten wir auch in die Hölle gehen. Okay, hier gibt es ein paar Trunkene. Hölleneingang. Aber wir speichern und gehen rein. Nichts kann uns aufhalten. Oh. So, kommt her, ihr Wölfe. Okay, das war's. Ich glaube, wir haben dann alles. Ja, wir brauchen nur 8, oder? Oder so. Aber hier gibt es Servantpilze, also nehmen wir sie einfach mal mit. Ah, ja. Und wir erkunden noch im natürlich noch die Höhle. Es... Oh, noch mehr Wölfe. Gut. Da, und da. Da, Überreste. Und jetzt speichern wir. Heiße hängende Steine? Okay, gut. Der hat sich in Plasma verwandelt. Davon ist noch ein Wolf, aber wir sehen einfach zu wenig. Also, Katze. Wir müssen ein paar Tränke der Katze nachbrauen. Franz Sarkophag. Wow. Oh. 22 Schaden. Okay, wir haben ja ein weiterer Steine. Einer von diesen da. Sephira. Wir haben jetzt 7. Es wird. Oh, Moment. Drauf ist ein brennender Turm abgebildet, der vom Blitz getroffen wurde. Zwei Gestalten stürzen vor dem stürzen von der Spitze. Okay. Aber zuerst gehen wir hier zum Kreis der Elemente. Und erlernen die Fähigkeit des Gwen. Ja. Ihr habt das defensive Zeichen Gwen erlernt. Dieses Zeichen blockiert Angriffe und schützt euch vor Schaden. Wählt ein Zeichen auf der linken Bildschirmseite, rechtsklickt auf den Zauber, um zu wirken. Tipp: Gwen verschwindet, wenn ihr ein anderes Zeichen wirkt oder den Gegner angreift. Man verwendet es am besten, um sich Zeit zu verschaffen, damit man im Kampf Tränke zu sich nehmen kann. Ja, gut. Und tot ist er. Ah! Es ist ja noch einer. Okay, das ist. Das.
Okay, gut. Wir machen alles überaus schnell und einfach und zweihändige Streitaxt. Oh, da ist irgendwo noch ein Wolf. Tja, mein Freund, du wirst sterben. Okay. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber deine Stunde ist gekommen. Okay. Gut. So finden sie... Noch ein Wolf? Okay, hier haben wir uns umgeschaut. Es wurde alles markiert auf der Karte. Wir kommen nicht weiter. Also, müssen wir da los. Okay, da ist auch ein Weg. Aber es ist versperrt. Ich glaube, das gilt auch für hier. Also gibt es nur noch diesen Weg hier. Gut, aber es ist schön, dass wir diese Fähigkeit erhalten haben. Also, was macht es? Okay, woher kommt der? Es ist nirgends mehr irgendeiner übrig, also Held, ja, Held. Gwen, hier. Erzeuge ein Schild, der Schaden absorbiert, aber steht nicht wie viel. Schüler, Angreifer verlieren seine aktuelle Vitalität. Seine aktuellen, Okay, erzeugt sein Schild, der Schaden absorbiert, Feuerresistenz um 50%, 10%, okay, der macht er rechtzeitig gedrückt, Erzeugt den Schild, der Schaden absorbiert, plus Schaden. Schilddauer um 25%. Säureresistenz. Zeichendauer. 15%. Erzeugt ein Schild, Schilddauer 50%. Okay, und hier Niederschlagresistenz und Gelähmtresistenz. Zeichenintensität. Ja, das ist eigentlich etwas, das ich gerne haben würde. Herstellen da wieder pro Sekunde. Kosten des das Wirken von Zeichen. Erhöht die Chance den Niederschlag von Niederschlag des Gegners. Wenn er auf uns haut. Okay, das klingt eigentlich sehr gut. Gut, dann gehen wir einfach mal zurück. Das wird voll Knork und so. Sie Wandpilz. Moment, sind wir. Ja, da sind wir vorbei. Hier sind wir reingekommen. Dann geht's hier entlang. Mal sehen, was uns da erwartet. Gut. Ich habe gesehen, was uns da erwartet, und zwar nichts. Gut, dann gehen wir raus und zur Holzfäller. Zum Holzfällerlager. So. Und unsere Kampfkünste müssen wir auch noch verstärken oder verbessern, besser gesagt. Damit wir mehr Schaden machen.
zuvor mit den Riten und so das Zeug ein bisschen rauf zu pushen, aber also unsere Schwerter neu zu machen. Aber auch das hält nicht ewig. Jarenbold, da. Jaron, nicht Jaren. Gut, ah, da ist er ja auch schon. Sprecht! Der Fährmann hat mir für die Kräuter bezahlt. Der Fährmann hat mich für die Kräuter bezahlt. Wurde auch Zeit. Hier euer Anteil. Hier ist euer Anteil. Ist ein wahres Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen, Hexer. Gleichfalls, Jaren. Sprecht. Okay. Adieu. Dann haben wir nichts mehr zu tun. Ich hätte gern einen Happen. Okay, was ist das? Steingolem. Lagerfeuer. Ort der Macht. Wir müssen so oder so wieder durch die ganze Pampa. Also gehen wir hier durch und sammeln ein bisschen XP und Zutaten. Okay, komm. Ey. Na, du kleiner Wiesel. So. Leider reicht das nicht aus, um... Oh, woher kommt der denn auf einmal? Gut. Einmal alles zu uns nehmen, dann ist die Sache gegessen. Gut. Wo? Na, was soll's? Was soll es? Was soll es? Moment. Gab ich hier nicht irgendwo einen Ort der Macht? Nein, und wenn wir schon so weit hingehen müssen, dann können wir auch die Wolfspelze abgeben. Rot Obelisk, aha, aha. Gut, wir haben es gleich geschafft. Ach ja, es verschwindet, wenn ich angreife. Im ersten, zweiten, ich weiß nicht, ob es im zweiten auch so ist, aber im ersten Teil, im dritten Teil bleibt es ja noch so lange vorhanden, wie die Dauer ist oder bis es aufgebraucht ist. Ja, stimmt. Ich sollte besser lesen. Gut, und wir benutzen nicht Kalksteins, Teleport, weil ja, Geralt hasst Teleporter oder Teleports oder so im Allgemeinen. Ah, Tongrube. Ah, jetzt sind sie auch bei der Tongrube. Aber wir haben leider nichts mehr über Berenger erfahren, außer dass er von Menschen angegriffen worden ist. Ob sie ihn besiegt haben, ist eine andere Frage. Was gibt's? Ich hab die Fälle. Ich bin wegen der Anzeige hier. Endlich! Habt ihr die heute? Natürlich, 10 Pelzstücke. Natürlich. 10 Wolfspelze. Wunderbar. Der Titel königlicher Jagdmeister ist mir so gut wie sicher. Sonst wäre ich eben Söldner. Lebt wohl. Okay. Du hast sie zwar nicht selbst gejagt, also... Ach, was soll's. Ha, braucht ihr ein Boot? Ja. Was wollt ihr? Bringt mich auf die andere Seite. Genau das wollte ich auch sagen. Habt ihr euch entschieden? Ja. Für die 5 Ohren, das ist ja... Kann's losgehen? Das sind Peanuts. Sonst hätte ich euch wohl kaum bezahlt.
Bringt mich in die Stadt. Gut, dann können wir auch gleich ein paar Quests abarbeiten. Zum Beispiel bei dem Händler. Der wollte, dass hier der Steg schön sauber leergefegt wird von Monstern. Haben wir getan. Also nur noch... Okay, danke, mein Freund. Ah, der Clan Leuwarten, oder wie das ausgesprochen wird. Ja? Der Landungssteg ist jetzt sicher. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Hier ist euer Lohn. Danke. Ja? Gut, wie läuft das Geschäft? Können wir nicht fragen. Aber hier. Hehehehehe. Das ist sehr, sehr gut. Sogar neue Talent. Wie viel gibt er? 90. Nein. Ah, hier. Okay, die Hälfte. Okay. Ja, verkaufen wir. So und so und gut. Das wäre das Erste. Dann fehlt noch Shani und natürlich auch Siegfried. Ihr seht weder wie ein Temeria noch wie ein Redania aus. Wollt ihr ein bisschen Spaß? Vielleicht ein anderes Mal, meine Hübsche. Der mickrige... Gut. Herr Schwarz will ich nicht, armer Junge auch nicht. Wir gehen zuerst mal zu Siegfried. Den kennen wir ja, den lieben wir ja. Wir wissen, wo er ist. Ewiges Feuer erfülle mein Herz. Okay. Ach, ihr. Ah. Da ist er ja auch schon. Kleiderschrank. Schwert des Ordens. Hm. Vielleicht später. Sobald ich ein paar Sachen verkauft habe. Geralt, ich hab... Das habe ich noch nicht wirklich darüber nachgedacht. Ich bin wegen der Anzeige hier. Da habe ich noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ich dachte mir schon, dass euch das interessieren würde. Habt ihr einen Beweis dafür, dass ihr 10 Ertrunken erschlagen habt? Hier ihre Zungen. Hier sind ihre Zungen. Ich muss das aufschreiben. 10 Ertrunkene. Gut, hier ist euer Gold. Danke, mein Freund. Ich dachte, das wäre jemand. Gut. Dann gehen wir zu einem gewissen Schmied. Und Sultan haben wir bis jetzt noch nicht entdeckt. Jetzt weiß ich, warum ich das Reißen habe. Aha, und warum? Herr Schwarz, Moment. War das Gärtner, armer Junge? Nein. Wo zum Geier läuft Sultan Shivai durch die Gegend? Händler. Was wollt ihr haben? Zeigt mir eure Waren. Herr Shivai sagt ihr... Gut. Ja, ha. Also als erstes einmal... Ja. Das hier... 30, das ist auch gut. Ja. Das kostet wieder Geld. Mein Schwert will ich nicht verkaufen. Zumindest nicht jetzt, zu diesem Preis.
Okay. Schade, dass wir das nicht verkaufen können. Ich verschwinde hier. Okay. Ah ja, und zu Vince müssen wir auch noch. Sonst laufe ich die ganze Zeit mit diesem Getier am Bein rum. Aber das würde ich sagen, sparen wir auf für die nächste Folge. Also liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.